Was wird mir das Arschgeweih kosten? Ja, in der Phase kann ich es jetzt noch gar nicht sagen, weil ich da jetzt noch im Entwurf bin. Es kommt zum Beispiel auch darauf an, wie groß man es machen. Das heißt, es ist eigentlich von der Größe abhängig? Ja, nicht nur, das ist ein Faktor, aber da spielen ganz andere Sachen auch noch mit rein. Eben so, wie wir es jetzt gerade machen. Wir haben vorher darüber geredet, jetzt zeichne ich die ganze Zeit bis zum fertigen Entwurf. Dann der Arbeitsplatz, die ganzen Materialien, die ich dafür brauche, das Klebefolie, Klebeband, Farben, Nadeln, Griffstücke, das Ganze, Steuern, Steuerberater, Miete muss ich da zahlen. Also das spielt da alles mit rein. Mhm. Ja gut, das hängt alles zusammen, wie bei uns Linked Open Data. What? Stellen wir uns einen Moment lang vor, wir hätten all das Wissen der Welt und der gesamten Menschheitsgeschichte zu unserer Verfügung. Aber jede Erinnerung und jeder Teil dieses Wissens wäre an einem eigenen Ort in unserem Gehirn abgespeichert und wir hätten keine Möglichkeit, die Zusammenhänge dieses Wissens zu verstehen. Klingt komisch, ist es auch. Das würde in etwa so aussehen. Wir sitzen in unserer Küche mit dem Handy in der Hand und wollen mit Hilfe eines Rezepts einen Kuchen backen. Allerdings wissen wir nicht, was eine Küche ist oder was man mit einem Handy macht. Wir wissen auch nicht, was ein Rezept oder ein Kuchen ist. Das Ergebnis wäre entweder nichts oder das völlige Chaos. In Wahrheit ist das genau so, wie Computer funktionieren. So intelligent Computer wirken mögen, sie sind in Wahrheit unglaublich dumm. Es stimmt, dass wir seit der Erfindung des Internets so ziemlich das gesamte Weltwissen dort gespeichert haben. Und wir Menschen sind schlau genug, um dieses Wissen zusammenzuführen und Zusammenhänge zu erkennen. Derzeit läuft das ganz gut, weil viele schlaue Menschen jeden Tag diese Zusammenhänge erforschen und das Wissen im Internet händisch verknüpfen. Aber es gibt noch einen besseren Weg. Bereits 1994 hatte Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, eine Idee. Was wäre, wenn der Computer verstehen würde, was eine Küche ist, was ein Rezept ist und was ein Kuchen ist und warum diese Dinge eigentlich zusammengehören? Seit Tims Idee, die er Semantic Web genannt hat, sind mittlerweile mehr als 25 Jahre vergangen. Heute können wir allen Inhalten im WWW einen individuellen Code zuweisen. Durch diesen weiß der Computer, dass meine Oma die Autorin dieses Apfelkuchenrezepts ist und dass dieses Rezept nur mit roten Äpfeln wirklich gut wird. Das ist ja dann wie bei den Tätowierungen. Die können 1000 Bedeutungen haben oder gar keine. Aber bevor wir jetzt zum Philosophieren anfangen, geh was kochen. Nachhaltigkeit, alle reden heute davon. Im Mittelalter aber, da haben sie das in der Küche immer umgesetzt. Das beste Beispiel ist das Fürhäs. Da werden nämlich die Vorderteile vom Hasen, die für den Braten nicht geeignet sind, in ein Ragout verkocht. So ein Hasenragout war kein alltägliches Gericht, weil den Hasen hat man zuerst einmal jagen müssen. Und das hat nicht jeder dürfen. Wir haben aber Glück gehabt, wir haben eine Haserl gekriegt und von der verwendet man die Leber, die Lungen, das Herz und die Vorderhaxen. Beim Fürhäs röstet man Zwiebeln in einem Schmalz an. Als nächstes kommen die Innereien zu den Zwiebeln. Wenn das Ganze schon dunkel angeröstet ist, dann löschen wir mit einem Rotwein ab und füllen mit einem Fond auf. Das lassen wir aufkochen, dann kommen die Gewürze dazu und die Hasenschenkel und dann lassen wir es zieren. Weißes Fleisch.
Die Vorderhaxen vom Haus sind gleich einmal durch. Den nehmen wir dann raus und dann können wir unser Ragout abschmecken. Mit Salz und mit ein bisschen Essig. Und dann können wir es mit Blut eindicken. Vom Fürhäs haben wir viele verschiedene Varianten in den Rezepten. Da werden die Innereien von den unterschiedlichsten Tieren verwendet. Für die Fastenzeit gibt es sogar eine fleischlose Variante. Alter, gut, jetzt können wir anrichten. Zuerst das Ragout und dann drauf den Hasenschenkel.